Wir sind hier beim Shooting für die Machtübernahme. Bist du bereit für die Macht? Ja, ich bin bereit für die Macht. Bist du bereit für die Macht? Sicher. Ja? Wie stellst du dir Macht vor? Möchtest du Macht? Habe ich schon. Hast du schon. Mensch, ihr wollt nur Fotos von Martin Sonne bauen, damit ihr eure Gatten beeindrucken könnt. Funktioniert. Funktioniert? Ja. Mary, warum himmelst du die beiden so an? Weil der Fotograf dich ausbildet. Ja. Das sowieso. Das sowieso. Hier sind Martin Sonneborn und Felix Linde, der Fotograf der Partei. In Wien, sind das große Momente für dich, dass nächstes Jahr die Wahl ist? Ich krieg keine Nacht mehr ein Auge zu. Ja. Ich finde es so sensationell. Ist es auch, ist es auch. Und hier ist Martin. Martin stellt eine was stellt der Martin für dich da? Was stellt er da? Eine Statue. Eine Statue? Eine Statue. Siehst Statue du, der Macht. Kannst du dir vorstellen, dass bald in ganz Europa Statuen von Martin stehen? Ja, natürlich. Schon, wenn ne? nicht von ihm, von wem dann? Ja, das ist richtig. Ich esse immer noch an meinen Pechkeks. Du hast einen Pechkeks gegessen. Ja. Das ist die Pure. Habt ihr Hunger? Seid ihr hungrig? Ich habe seit 3 Stunden nichts gegessen. Nein, nach Macht. Ach so, ja. Durstig nach Macht. Geht auch durstig nach Macht. Hungrig nach Macht. Und hier hinten haben wir den Strippenzieher stehen. Oder mehrere Strippenzieher. Warum müssen Strippenzieher immer so im Hintergrund sein? Warum ist das so? Sonst wäre es die Strippenzieher. Was wärt ihr denn dann, wenn ihr vorne stehen würdet? Es war einfach kein Platz da vorne. Das ist schon sehr diplomatisch. Wärst du nicht auch mal gerne wieder Martin auf Postern, alleine? Alle. Ich sehe nicht so gut aus wie Martin. Das ist eine Problematik. Findest du das auch, dass Martina nicht so gut aussieht? Nein, die Meinung teile ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, Martina sollte mehr im Vordergrund stehen. Wir haben jetzt lang genug Martin gesehen und es wird Zeit für neue Gesichter. Und da ist Martina eigentlich die Beste, die wir haben. Was sagst du dazu? Kannst du das diplomatisch stützen? Lieber nicht. Da kommt ein kritischer Blick. Ja, nee, absolut. Nee, absolut. Also ich ist ja immer, auch immer Zeit für was Neues. Es ist auch kein großer Unterschied. Martin. Ja, das ist einfach ein Buchstabe mehr. Tom, was führt dich hierher heute Abend? Der hervorragende Film von Serdar. Der hervorragende Film, den du gerade gesehen hast? Den wir gerade gesehen haben. Ja. Wo siehst du deine Position nächstes Jahr, wenn ich Ministerpräsident bin und Serdar Bundeskanzler? Wo bist du Ministerpräsident? Von Nordrhein-Westfalen. Ach so, stimmt. Ich eiere zwischen den Städten herum. Ich berate euch. Ja. Das ist viel schwieriger. Keno, wie fühlst du dich? Jetzt fantastisch. Jetzt, weil du gefilmt wirst. Seid ihr machthungrig? Ja. Wie sieht Machthunger aus? Sowas von, also unglaublich. Nein, für Machthunger musst du dein eigenes Bild einblenden, natürlich mal. Ja. Pure Adrenalin. Also ihr habt hier die Spitzen der Partei kennengelernt, die hier ganz bescheiden im Hintergrund sind, während hier vorne die Bilder, die Ikonen des nächsten Jahrhunderts. Jahrtausends dargestellt werden. Martin, was motiviert dich in diesem Moment? Was fühlst du gerade? Pech. Bist du stolz, Felix? Ja. So, aber nicht weniger so, sondern überhaupt. So, Achtung, jetzt. Dummerweise hast du nicht auf Start gedrückt. Jetzt nimm es auf. Ich habe auf Start. Nein. Ich habe auf Start gedrückt. Wir sind hier in Köln im Cinenova zusammen mit den Granden der Partei. Wir feiern meine Kanzlerkandidatur, eine Kinopremiere und das gute Leben. Martin Sonneborn. Zur Hälfte sieht man sein Gesicht, also so zur Hälfte, jetzt ganz. Ist das denn eine bessere Hälfte? Das ist die andere Hälfte. Ja. Ach komm, interessant. Das ist die erst zweite Hälfte von Mutter, Tim und Struppi. Hallo? Ich bin nicht hier. Und ich habe auch nichts getrunken. Da die Locke ist schön. Die Locke von oben. Die hättest du gerne. Ist eigentlich nichts anderes als eine ich schon extrem große Geheimpartei hier. Ja. Die Frisur einer Partei. Da ist haben ja wir die Besitzer des Handys. Nee, lass mal die Finger weg. Besitzer greift hier vorne. Laubblöcke alle. Und Marc Benecke, den Insektenzüchter. So, das war's. Leckt uns am Arsch. Tschüss. Jetzt lassen wir es noch einmal rundgehen. Wir sind am Abend, wo alles passiert, wo die Welt kurz innegehalten hat. Und lass es rundgehen. Ja, jetzt geht's rund. Ja. Und das Bier ist noch immer halb voll. Ich will nach Hause. Wir haben schon mal ein Foto zusammen gemacht, du weißt es nicht, aber ich weiß. Rette den Herrn. Ach Quatsch.
Handy. Ich war bei Natascha vor der Elbe. Ich weiß, natürlich. Ich weiß nichts, was du für Fans. Prost. Versuch 2, diesmal hat es geklappt. Das ist sehr gut. Da, da ist er. Diesmal hat es geklappt, hoffentlich. Ja, tschüss. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.